Der Vortrag heute Abend ist ein weiterer Vortrag in der Reihe über das Vimalakirtini Desha Sutra. Und das Hauptthema, oder eine von den Hauptthemas im Vimalakirtini Desha Sutra, ist Upaya Kusala, oder geschickte Mittel. Da werde ich bald eine ganze Menge mehr darüber sagen. Ich möchte eigentlich anfangen mit jemand anderem, eine andere Person, nicht Vimalakirti, aber mit Tsongkhapa. Tsongkhapa ist ein großer tibetischer Lehrer aus dem, glaube ich, aus dem 16., nee, aus dem 14. Jahrhundert. Und er ist sehr, sehr wichtig im tibetischen Buddhismus. Und Tsongkhapa hat gesagt, der Bodhisattva hat zwei Hauptpraktiken. Ja? Bodhisattva ist hoffentlich klar, jemand, die Erleuchtung erlangen will, nicht nur für sich selbst, aber um damit die Möglichkeit zu haben, alle Wesen auch zur Erleuchtung zu führen. Ja? Und der Bodhisattva, eine sehr, sehr wichtige Figur im Mahayana-Buddhismus, hat zwei Hauptpraktiken. Erste Hauptpraktik ist, er bringt sich selbst zur Vollkommenheit. Also seine erste Praktik ist, selbst Erleuchtung zu erlangen. Und seine zweite Praktik ist, er bringt andere Wesen zur Vollkommenheit. Also er hilft anderen Wesen Erleuchtung zu erlangen. Klingt alles ganz einfach, aber das ist natürlich das, ja, das höchste Ideal im Buddhismus. Und Tsongkhapa sagt noch weiter, was macht er denn, um diese zwei Hauptpraktiken zu üben? Er sagt, das Erste, er bringt sich selbst zur Vollkommenheit, indem er die Paramitas praktiziert. Und die sechs Paramitas. Es gibt 10 Paramitas. Ich habe sie hier schon aufgeschrieben, aber es gibt eigentlich zwei Unterverteilungen. Es gibt erstmal 6 und dann nochmal 4, die später dazugekommen sind. Also, um sich selbst zur Erleuchtung zu bringen, praktiziert der Bodhisattva die erste 6 Paramitas. Das ist, was Tsongkhapa sagt. Also, was sind dann diese Paramitas? Wie bringt der Bodhisattva sich selbst zur Erleuchtung? Es fängt an mit Dana, mit Geben, mit Großzügigkeit. Da werde ich bald noch mehr darüber sagen. Und ja, wir wissen wahrscheinlich schon alle, was Dana bedeutet. Ein zweiter Parameter ist Sila oder ethisches Verhalten. Das Verhalten, was völlig in Übereinstimmung, völlig in Einklang ist mit der Realität. Wir denken oft über ethisches Verhalten aus, das Praktizieren von den Vorsätzen. Ja, und das ist auch gut so zu denken, weil damit hat man auch Klarheit. Ja? Was bedeutet das dann, ethisches Verhalten, ja, im Buddhismus? Ist klar, man kann die 5 Vorsätze oder die 10 Vorsätze praktizieren. Aber was das letztendlich bedeutet, ist, dass man handelt im Einklang mit der Wirklichkeit. Das ist, was ein Buddha macht. Ein Buddha sieht die Realität und er handelt im Einklang mit der Realität. Und das bedeutet, er handelt ethisch. Wenn wir genauso handeln würden wie ein Buddha, dann würden wir auch im Einklang mit der Realität sein. Und insoweit wir im Einklang mit der Realität handeln, dann erfahren wir auch ein bisschen, wie es sein würde, ein Buddha zu sein. Dann kommt dritte Vollkommenheit oder Vervollkommnung. Das ist Kshanti. Und Kshanti bedeutet Geduld oder Duldsamkeit. Und was das genau ist, kann ich vielleicht am besten erklären, wenn ich mich das Gegenteil angucke. Wenn etwas passiert und ich mag das nicht, ich will das nicht akzeptieren, dann reagiere ich. Ja? Ich reagiere mit Ärger, mit Wut, mit Abneigung, ja, mit Eifersucht oder mit Habsucht. Ich versuche, die Realität nicht zu akzeptieren. Und das bringt Leiden. Man könnte sagen, Leiden ist das, was passiert, wenn man die Realität nicht akzeptiert. Na, Geduld ist das Gegenteil. Geduld ist das, was man tut, wenn man die Realität akzeptiert. Etwas Unangenehmes passiert und man sagt, oh, das ist etwas Unangenehmes. Und man reagiert nicht. Man akzeptiert die Realität. Und das hilft uns auch, um die Realität zu sehen.
Wenn wir nicht ständig reagieren, dann kommen wir mehr und mehr in Kontakt mit der Realität. Vier ist Virya, Energie oder Tatkraft. Das, was uns dazu bringt, zu handeln. Aber es ist nicht nur Energie. Es gibt eine ganze Menge Leute in der Welt, die sehr, sehr energetisch sind. Aber sie stecken diese Energie in Sachen rein, die sie eigentlich nicht weiterbringen. Ja? Also Virya ist die Energie, die auf der Suche ist nach dem Guten. Ja? Es ist Energie, die strebt, die das Gute nachstrebt. Und auch das kann ich vielleicht wieder ein bisschen klarer machen, wenn ich wieder das Gegenteil angucke. Ja? Das Gegenteil ist Energie, die man in etwas Weltliches reinsteckt, ja? Wenn man etwas Weltliches nachstrebt. Und Gampopa, ein Schüler von Milarepa, sagt darüber, diese Energie ist Faulheit. Man ist faul, wenn man sehr viel Energie in weltliche Sachen reinsteckt. Das ist ein ganz anderer Begriff von was wir als Faulheit kennen. Wenn wir denken, faul zu sein, ist einfach keine Energie in etwas reinzustecken. Gampopa sagt, wirklich, von einem spirituellen Standpunkt ist Faulheit, die Energie in die falschen Sachen zu stecken. Also Virya ist die Energie, die man darin steckt, sich weiterzuentwickeln, Erleuchtung zu erlangen. Fünfte Paramita, Samadhi oder Meditation. Nicht nur Meditation im Sinne von auf ein Kissen sitzen und versuchen, die Hindernisse zu überwinden, aber vor allem Meditation, um höhere Geisteszustände, höhere Bewusstseinsebenen zu entwickeln, also die Dhyanas zu entwickeln. Ja. Und in diese höhere Geisteszustände zu sein, nicht nur während der Meditation, aber auch außerhalb der Meditation, ständig. Ja. So 24 Stunden pro Tag sozusagen. Also, dass man wirklich ständig in all seinen Beschäftigungen in einem höheren Bewusstseinszustand sein kann. Ja. Jedenfalls Zugangskonzentration, aber auch erste Dhyana. Sangharakshita hat gesagt, erste Dhyana ist einfach das, was die Zustand, worin ein gesunder Mensch sich befindet. Ja. Ein gesunder Mensch ist dann etwas ganz Weites, ja. Aber er sagt, wenn man wirklich spirituell voll gesund ist, dann ist man im ersten Dhyana und kann es auch festhalten. Also Samadhi ist hier gemeint in diesem Sinne, dass man höhere Geisteszustände entwickelt und da auch drin verweilt und ständig verweilt. Sechste Paramita ist Prajna oder Weisheit. Das ist sehen, wie die Dinge sind. Ja, sehen, wie die Realität ist. Und wie die Realität ist, wird am besten beschrieben von Pratitya Samutpada. Ja, dieses Gesetz von bedingtem Entstehen. Das bedeutet, wenn dies ist, wird das entstehen. Wenn dies nicht mehr ist, wird das nicht mehr da sein. Wird es wieder verschwinden. Alles hängt miteinander zusammen. Aus einer Sache entsteht eine andere Sache. Wenn etwas entstanden ist, war es dafür Bedingungen gab, woraus es entstanden ist. Wenn die Bedingungen vorbei sind, wird auch das nicht mehr da sein, was erst war. Dieses Bild von der Realität kann man vielleicht auch nochmal kurz anders sehen, in dem Sinne von den drei Lakshanas, den drei Merkmalen, die auch die Realität beschreiben, aber in ein bisschen andere Weise. Die drei Merkmale sind Dukkha, Anicca und Anatma. Dukkha, was bedeutet das? Bekanntes Wort, manchmal übersetzt mit Leiden, ja, oder das Unbefriedigende. Ja. Was es wirklich bedeutet, dass es in Samsara nichts gibt, was uns letztendlich befriedigen kann. Wir suchen das ständig. Wir suchen ständig etwas im Leben, was uns befriedigen kann. Der Buddha sagt, so etwas gibt es nicht im Samsara. Ja, man muss dafür ins Nirvana reingehen. Ja. Anicca bedeutet Unbeständigkeit, Vergänglichkeit. Das ist das zweite Merkmal von Samsara. Und das bedeutet, dass im Samsara es absolut nichts gibt, was dauerhaft ist. Also alles, was es gibt, verändert sich. Früher oder später. In manchen Sachen kann man es sehr leicht sehen, man kann es in der Natur sehr leicht sehen. Ja. Über Frühling, Sommer, Herbst, Winter sieht man, dass alles sich ändert. Ja.
In manchen Sachen ist es viel schwieriger zu sehen. Ja? Mit einem Berg oder einem Fluss denkt man, ja, die Fluss war doch vor 100 Jahren auch schon da und vorher auch noch. Aber wir wissen, dass es nicht immer so war. Und auch mit einem Berg wissen wir, dass es nicht immer da bleiben wird. Aber es ist sehr, sehr schwierig, das auch tief zu akzeptieren. Und es gilt natürlich auch für uns selbst. Wir sind selbst auch vergänglich. Ja? Früher oder später werden wir nicht mehr da sein. In 100 Jahren ist von uns niemand mehr da. Dann Anatman, das ist das dritte Merkmal. Das bedeutet, dass alle Dinge ohne feste Substanz sind. Das hängt zusammen mit dieser Veränderlichkeit. Es gibt nichts, worin man etwas Festes finden kann. Gut, das ist die Weisheit, also das sind dann die ersten sechs Paramitas. Das ist, was ein Bodhisattva tut, praktiziert, um selbst Erleuchtung zu erlangen. Das wird ihm zur Erleuchtung bringen. Aber das ist nicht seine einzige Hauptaufgabe. Seine zweite Aufgabe oder seine zweite Praktik ist, andere Wesen zur Erleuchtung zu bringen. Und Tsongkhapa sagt, dazu praktiziert er noch vier weitere Paramitas. Nummer 7 bis 10. Also erst praktiziert er Upaya Kushala, geschickte Mittel. Das ist das eine von den Hauptthemen von Vimalakirti Nirdesha. So, was bedeutet das? Ein Bodhisattva, der Weisheit entwickelt hat, der die Realität sehen kann, so wie die ist, wird auch Mitgefühl entwickeln. Er wird sehen, dass alle Wesen leiden und er wird Mitgefühl für diese Wesen entwickeln und er wird helfen wollen. Er wird sehr gerne alle Wesen helfen wollen, aus diesen Leiden rauszukommen. Und es ist nicht so leicht. Man muss da bestimmte Methoden entwickeln, um das zu tun. Ja? Und das sind die geschickten Mittel. Das sind die Methoden, die ein Bodhisattva anwendet, um andere Wesen zu helfen. Ich werde bald noch viel mehr darüber sagen. Ich lasse das erstmal so stehen. Paramita 8 ist Pranidhana. Pranidhana bedeutet Gelübde. Ja? Es ist die Gelübde, die ein Bodhisattva, nee, das Gelübde, das ein Bodhisattva ablegt, wenn der Bodhicitta entstanden ist, ja, sein Will zur Erleuchtung für alle Lebewesen. Und diese Gelübde kann verschiedene Formen annehmen, aber hauptsächlich ist es sein Gelübde, Erleuchtung zu erlangen und auf eigene Art und Weise alle anderen Wesen zu helfen, auch Erleuchtung zu erlangen. Ja. Und ich sage dazu auf eigene Art und Weise, weil jeder Bodhisattva mit seiner eigenen Persönlichkeit wird das auf eine andere Art und Weise machen. Ein Bodhisattva ist nicht eine Art von Robot, duplizierter Robot. Ja, es gibt 10 Bodhisattvas, die sind alle auf die gleiche Weise gemacht, also wie Computers. Ja, so ist ein Bodhisattva nicht. Das ist ein Mensch oder ein Wesen mit einer eigenen Persönlichkeit und einer eigenen Weise, eigener Art und Weise, um anderen zu helfen. Ja, er hat seine eigenen Qualitäten, seine eigenen Eigenschaften und die sind unterschiedlich für verschiedene Bodhisattvas. Also diese Pranidhana bringt das zum Ausdruck, dass er auf seine eigene Art und Weise andere Wesen helfen wird. Dann, neunte Paramita ist Bala. Und Bala bedeutet ja, die höchste spirituelle Kraft oder spirituelle Fähigkeit. Es ist das, was ein Bodhisattva braucht, um seine Gelübde zum Ausführen zu bringen. Also so eine Gelübde, die eigentlich so hoch angesetzt ist, aber um das zu erfüllen, muss man wirklich alle spirituellen Fähigkeiten haben, die man erreichen kann. Und das ist, was Bala ist. Und es gibt 5 Balas, und die 5 Balas sind eigentlich die transzendente Formen von den 5 spirituellen Vermögen. Ich hoffe, dass alle die kennen. Ja? Achtsamkeit, Vertrauen, Shraddha, Weisheit, Meditation oder Konzentration und Energie. Das sind die 5 spirituellen Vermögen. Also wenn man diese zu den höchsten transzendentalen Ebenen entwickelt, dann entstehen die 5 Balas. Dann, Nummer 10, letzte Paramita ist Jnana. Oder die höchste Weisheit. Das ist die Weisheit, die sich völlig vereint hat mit Karuna, mit
Mitgefühl, mit Mahakaruna, das transzendente Mitgefühl. Ja. Bestimmterweise kann man sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Prajna und Jnana, es ist nur, dass in Jnana noch mehr eine Verbindung mit Karuna entstanden ist, mit Mitgefühl entstanden ist. Ja, also das ist dann, was ein Bodhisattva macht, eine ganze Menge. Ja. Jetzt, um die Verbindung mit dem Kirti Nidesha zu machen, werde ich weiterreden über Upaya Kusala. Das ist eines von den wichtigen Themen von diesem Sutra. Also, ich habe schon gesagt, Upaya Kusala, das sind geschickte Mittel, das ist das, was ein Bodhisattva tut, die Methoden, die er benutzt, um andere Wesen zu helfen. Es gibt da zwei Aspekte zu diesen Methoden. Das erste Aspekt ist, dass ein Bodhisattva genau weiß, welche Art von Hilfe wir brauchen, wir unerleuchtete Wesen brauchen. Er hat das Vermögen, die anderen Wesen so zu sehen, wie sie sind, und auch zu sehen, was brauchen diese Wesen? Was kann ich für diese Person tun? Was kann ich für diese Mensch tun? Alle Wesen sind verschieden. Sie haben unterschiedliche Temperamente, ihre unterschiedliche Vorlieben und Abneigungen, sie haben ihre Gewohnheiten. Und unsere Bedürfnisse, unsere spirituellen Bedürfnisse sind unterschiedlich. Also ein Bodhisattva ist imstande, das zu sehen, ja, und dann das zu tun, was wir brauchen. Ja, das zu tun, was angebracht ist. Vielleicht ein kleiner Vergleich so zu machen, ist, die Leute, die alle zum Zentrum kommen, manche werden voran angesprochen von Vorträgen. Ja, wenn sie einen Vortrag hören, sind die wirklich inspiriert. Andere Leute werden inspiriert von Meditation. Ja, sie hören gerne Meditationsunterricht, meditieren gerne. Wieder andere werden angesprochen von Puja, ja, machen sehr gerne devotional Sachen. Ja. Also, das zeigt ein bisschen, dass wir vielleicht alle unterschiedliche spirituelle Bedürfnisse haben oder auf unterschiedliche Weisen am besten angesprochen werden können. Und der Bodhisattva durch Upaya Kusala findet den geschicktesten Weg, um den Dharma zu kommunizieren. Dann gibt es einen zweiten Aspekt zu Upaya Kusala. Vielleicht ein bisschen schwieriger zu akzeptieren. Die Tatsache ist, dass nicht alle Lebewesen Interesse daran haben, erleuchtet zu werden. Also nicht alle wollen geholfen werden. Und das ist ein Problem für einen Bodhisattva. Er möchte gerne allen Lebewesen helfen. Also was tut ein Bodhisattva? Hier mache ich wieder einen kleinen Vergleich. Stell dir mal vor, steht eine alte Frau steht an der Seite einer Straße und es kommt ein junger Mann und er möchte gerne sehr behilfreich sein und die nimmt diese alte Frau in den Arm und schleppt sie zur anderen Seite der Straße und dann merkt er, dass diese alte Frau überhaupt nicht glücklich ist, weil sie wollte überhaupt nicht zu der anderen Seite der Straße gehen. Ne? Also er wird beschimpft und ist dann enttäuscht. Also so kann ein Bodhisattva natürlich nicht handeln. Ne? Wenn er helfen will, muss er es auch so eine Art und Weise machen, dass die Person, die er hilft, das auch akzeptieren kann. Also der Bodhisattva sieht, dass wir an dieser Seite von der Straße stehen. Und er sieht, dass wir da eigentlich ziemlich unglücklich sind. Und dass, wenn wir nur zu der anderen Seite der Straße kommen könnten, dass wir dann ein großes Glück erfahren würden. Wenn wir die Straße überqueren würden. Aber wir stehen an dieser Seite und wir wollen nicht zu der anderen Seite gehen. Und warum wollen wir nicht? Ja, vielleicht gibt es an dieser Seite eine ganze Menge tolle Geschäfte, wo wir Schokolade kaufen können und wo wir vierdimensionale Computer mit Gigabyte Festplatten kaufen können. Und ja, das zieht uns an. Und vielleicht gibt es auch noch die Freundin um die Ecke. Das sind alle Sachen, die uns an diese Seite halten. Und was macht der Bodhisattva? Der Bodhisattva sagt uns, hör mal, es ist alles gut, diese Schokolade, aber an die andere Seite verkaufen sie belgische Pralinen. Oder er sagt, da haben sie fünfdimensionale Computer, die sind noch viel besser. Ich weiß nicht genau, was er sagt als Alternativ für unsere Freundin um die Ecke. Aber ja, jedenfalls, er verführt uns dazu,
ist an die andere Seite der Straße zu gehen, ja, die Straße zu überqueren. Und was merken wir dann? Wir finden da ein sehr großes Glück. Und wir finden da keine Schokolade und keine Computer. Aber auf diesem Augenblick interessiert uns das auch nicht mehr. Wir haben so ein großes Glück gefunden, dass wir unsere Freund Bodhisattva sehr dankbar sind, dass sie uns verführt hat. Wir wissen schon, dass was unsere Freund Bodhisattva uns gesagt hat, ja, das stimmte eigentlich nicht, nicht wortwörtlich. Aber was er gemacht hat, ist viel wichtiger, hat uns wirklich geholfen. Und hat uns viel mehr geholfen, als wir gehofft haben. Also hat eigentlich einen Trick benutzt, aber wir sind ihm sehr, sehr dankbar, dass er diesen Trick benutzt hat. Also das nennt man auch geschickte Mittel. Der Bodhisattva hat geschickte Mittel benutzt. Obwohl das, was er gesagt hat, vielleicht nicht wortwörtlich stimmte, hat uns letztendlich viel mehr geholfen, als wir gehofft haben. Also das sind die zwei Aspekte von geschickten Mitteln. Ein Bodhisattva braucht sich nicht anzustrengen, geschickte Mittel anzuwenden. Er macht es einfach spontan. Er macht das Richtige, er wählt das richtige Mittel ganz spontan, ja, aus seiner Weisheit heraus. Ein Bodhisattva ist einfach sich selbst. In Sangharakshita's Worten, indem der Bodhisattva sich selbst ist und aus seinem tiefsten Wesen hinaus den Dharma praktiziert, macht er Werbung für den Dharma. Oder eigentlich, er benutzt noch ein starkes Wort. Er sagt, der Bodhisattva macht Propaganda für den Dharma. Und wie macht der Bodhisattva Propaganda für den Dharma? Der Bodhisattva praktiziert die vier Sangraha-Fastus. Die vier Elemente der Konversion, so wie sie mal übersetzt. Also bin ich endlich mal an meinen Vortragstitel angekommen, ja, die vier Sangravastus, die vier Elemente der Konversion oder auch mal die vier Elemente der Vereinigung benannt. Was ist hier mit Konversion gemeint? Damit ist gemeint, dass er Menschen dazu bringt, ernsthafte Dharma-Praxis zu üben. Also ein Bodhisattva versucht uns dazu zu bringen, ernsthafte Dharma zu praktizieren. Wenn wir die andere Übersetzung angucken, ja, die vier Elemente der Vereinigung, dann kann man sagen, was der Bodhisattva da macht, er bildet die spirituelle Gemeinschaft. Er bringt Menschen zusammen, er bringt sie zur Vereinigung, sodass die Menschen zusammen Dharma praktizieren. Und er bringt sie zusammen, indem diese Menschen miteinander Freundschaften aufbauen und auch mit dem Bodhisattva Freundschaften aufbauen. Also diese vier Sangravastus sind eigentlich vier Wege zur Freundschaft. Es ist das, was ein Bodhisattva macht, um Freunde zu machen und auch diese Freunde zusammenzubringen. Spirituelle Freundschaft ist ein sehr wichtiges Thema in den Freunden des westlichen buddhistischen Ordens. Es kommt immer wieder zurück. Es ist ein sehr, sehr schönes Ideal. Aber wie macht man es? Wie macht man Freunde? Das Antwort, was die Vimalakirti Nidesha gibt, ist, man macht Freunde, indem man geschickte Mittel benutzt. Und insbesondere die vier Sangravastus. Also was sind die vier Sangravastus? Die vier Sankravastus sind erst, wir fangen mit an, mit ein an, das ist erstmal Dana. Ja. Wir haben es schon gefunden unter die sechs Paramitas, das war das erste Paramita. Aber hier kommt es wieder zurück. Vielleicht eine wenig andere Bedeutung. So, der Bodhisattva macht Freunde, indem er gibt. Geben ist ein wichtiges, geschicktes Mittel, um positive Kontakte zwischen Menschen zu schaffen. Also was gibt ein Bodhisattva, um diese positiven Kontakte zu machen? Er gibt einfach kleine Geschenke oder große Geschenke. Aber es geht nicht darum, ob es groß oder klein ist. Es geht darum, er gibt einfach. Er gibt etwas. Und wir kennen das alle aus Erfahrung, dass
wenn wir etwas geschenkt bekommen, dann ist es einfach toll. Und es gibt so ein gutes Gefühl dabei. Und wenn wir etwas schenken, gibt es auch ein sehr, sehr schönes Gefühl dabei. Sangharakshita sagt, die spirituelle Gemeinschaft wird von einem ständigen Austausch von Geschenken gekennzeichnet. So in der spirituellen Gemeinschaft von Freunden ist es ganz natürlich, Geschenke auszutauschen. Ich gebe dir was und das schafft Freude. Es schafft eine positive Atmosphäre. Du gibst mir was und es schafft auch Freude. Und es geht nicht darum, ob du mich mehr gegeben hast als ich oder ich dich mehr gegeben habe als du. Es macht nichts aus. Es geht um die Tat, ja? um die Tat vom Geben. Und das bringt Freude und Freundschaft. Dann gibt ein Bodhisattva Zeit. Er gibt seine Zeit. Und wenn man jemand Zeit gibt, schafft das auch Freundschaft. Ich erinnere mich, dass wenn Sona, die letztes Jahr meine Kalyana Mitra Zeremonie geleitet hat, zusammen mit Shantipada und Dhammaketu, haben wir Kalyana Mitra Freundschaft miteinander gebildet. Damals hat Sona gesagt, die beste Weise, Freundschaft aufzubauen, ist einfach Zeit miteinander zu verbringen. Mach das und alles andere folgt. Wenn man Zeit miteinander verbringt, ja, und wenn es zwischen Leute gibt, die versuchen, Dharma zu praktizieren, wird es automatisch zu Freundschaft führen. Ja. Vielleicht wird es manchmal dauern, vielleicht muss man manchmal Schwierigkeiten überwinden. Aber wenn man den Dharma praktiziert, dann wird man einfach das machen, dann wird man die Schwierigkeiten überwinden und Freundschaft wird entstehen. Dann gibt ein Bodhisattva, sein Freund, Unterstützung und Hilfe. Ein Freund ist kein Freund, wenn er nicht bereit ist zu helfen und uns materielle und geistige Unterstützung zu geben, wenn wir das brauchen. Manchmal brauchen wir etwas Materielles, manchmal brauchen wir geistige Unterstützung, ja, einfach ein Gespräch, ja, oder ein bisschen Verständnis, und der Bodhisattva gibt das. Ja, er hört zu und manchmal gibt er vielleicht Rat, ja, aber er ist da für uns. Manchmal gibt es auch Kritik. Ja. Das ist auch wichtig. Ja. Freundschaft ist nicht nur süß und lieb. Wenn man für seinen Freund das Beste will, dann gibt man manchmal auch kritische Rückmeldung. Ja. Und damit unterstützt man seinen Freund, sich selbst zu verbessern. Und Kritik kann manchmal in unerwartete Formen kommen. Ja. Kritik kann manchmal in der Form von einem Geschenk kommen. Ich war vor einigen Wochen, war ich 2 Wochen in Vajraloka, auf ein Achtsamkeitsretreat. Und dieser Retreat war mir geschenkt geworden von einem guten Freund, weil er glaubte, ich könnte mal ein bisschen Achtsamkeit lernen. Also das war ein Geschenk in der Form von Kritik. Ja, das war Kritik in Form von Geschenk. Und ich habe es sehr, sehr geschätzt. Ich hatte das Gefühl, dieser Freund wollte mich wirklich helfen. Ja, dann gibt ein Bodhisattva, gibt Furchtlosigkeit. Wenn man mit jemandem zusammen ist, der stark ist, der ruhig ist, der voller Selbstvertrauen ist, ja, furchtlos ist, dann wird man sich selbst auch ziemlich leicht entspannen können. Man wird sich auch selbst stärker fühlen und voller Selbstvertrauen fühlen. Zusammen zu sein mit jemand, die furchtlos ist, wird mich auch Kraft geben, wird mich Vertrauen geben, Selbstvertrauen geben. Das ist ein großes Geschenk von einem Bodhisattva. Er kann noch eine ganze Menge andere Sachen geben, aber jetzt möchte ich kurz angucken, warum er gibt. Ein Bodhisattva gibt, weil er weil er seine Freunde mag. Ja? Also er mag diese anderen Menschen und er möchte gerne geben. Das macht ihm Freude zu geben. Er gibt aus Freude über seine Freundschaft. Er gibt, um seine Freunde Freude zu bereiten. Er gibt spontan, ohne viele Gedanken, ohne Stolz, ohne Ehrgeiz über seine Großzügigkeit.
Er gibt fast ohne es zu wissen, dass er gibt. Er gibt, wenn seine Gabe gebraucht wird, und er gibt seine Gabe, wenn es nicht gebraucht wird. Er gibt einfach. Der Bodhisattva achtet auch auf die Bedürfnisse seiner Freunde. Er wartet nicht ab, bis der Freund fragt. Manchmal gibt der Bodhisattva, bevor der Freund sich überhaupt darüber klar geworden ist, dass er etwas braucht. Kleine Beispiele davon. Wenn wir in einer Wohngemeinschaft wohnen oder mit anderen Menschen zusammen wohnen und ein Mitbewohner kommt abends spät nach Hause und ich weiß, wann er kommt und ich mache ihm eine Tasse Tee, das ist so ein Art von Geben. Ja? Man hat auf die Bedürfnisse des Freundes geachtet. Man hat sich vorher überlegt, er kommt spät nach Hause, vielleicht ist er müde, vielleicht möchte er etwas haben. Ich mache schon mal eine Tasse Tee für ihn. Dann kommt er rein und dieser Freund wird dankbar sein. Also es ist auch, in diesem Geben ist auch ein Achten auf, was mein Freund brauchen könnte. Es kann auch viel größer sein. Es kann auch sein, dass ich merke, mein Freund hat finanzielle Probleme, ja, hat vielleicht Schulden. Und wenn ich vielleicht in eine gute finanzielle Lage bin, kann ich mich entscheiden, einfach die Schulden einzulösen von meinem Freund. Also, der Bodhisattva gibt. Und er gibt, indem er auch auf die Bedürfnisse achtet von seinem Freund. Und das ist ein wichtiger Aspekt in spiritueller Freundschaft. Das ist dieses Element von Sorge und Fürsorge. Man achtet darauf, dass es seinem Freund gut geht. Man achtet darauf, dass sein Freund nicht in Probleme geratet. Und diese Art von Freundschaft ist auch ein sehr hohes Ideal im Islam und wird sehr schön beschrieben in einem Buch, das heißt The Duties of Brotherhood in Islam. Und das ist ein sehr alter Text aus dem Islam und es ist ein Buch, was Sangharakshita auch in den FBBO empfohlen hat für Studium. Da gibt es sehr, sehr schöne Beispiele für diese Art von Freundschaft und von Geben. Wir haben auch natürlich im Buddhismus große Beispiele von Großzügigkeit von Geben. Wir haben zum Beispiel unsere eigene Dana-Gesellschaft. Die Dana-Gesellschaft ist idealerweise eine Gesellschaft von spirituellen Freunden, die ständig darauf achten, dass sie einander helfen und ihre gegenseitigen Bedürfnisse befriedigen. Und dieses einander helfen und füreinander sorgen bringt Freundschaft und bringt Sangha. Oder man könnte besser sagen, ja, dieses gegenseitiges Helfen ist Freundschaft, ist Sangha. Dann komme ich zum zweiten Sangha-Vastu. Das ist Priya Vadita. Vadita bedeutet Sprache, Priya freundlich, ja, oder liebevoll. So wie in Dharma-Priya. Jemand, die den Dharma sehr liebt. Oder vielleicht könnte man auch sagen, jemand, die da sehr dharmisch-freundlich ist. Also Priya Vadita, freundliche oder liebevolle Sprache. Der Bodhisattva macht Freunde, indem er freundlich ist. Freundlich bedeutet, man bezieht sich auf andere Leute, als ob sie ein Freund sind, indem sie ein Freund sind. Freundlich zu sein zu unseren Freunden ist so selbstverständlich, dass wir es eigentlich sehr leicht vergessen können. Viele einsame Menschen beschweren sich darüber, dass sie keine Freunde haben, dass niemand sie befreunden will. Manchmal ist es so, dass sie nicht sehen, dass sie selbst niemanden befreunden, dass sie nicht aus sich selbst zu anderen herausgehen und einfach freundlich sein. Dass sie keine Freunde haben, weil sie vielleicht mürrisch in einer Ecke sitzen und abwarten, bis vielleicht ein Bodhisattva vorbeikommt. Aber wer Freunde haben will, muss freundlich sein, muss Freunde machen.
Der Bodhisattva ist aber nicht nur freundlich, weil er Freunde haben will, er ist freundlich, weil er Freund sein will. Er liebt andere Menschen und er möchte seine Liebe zum Ausdruck bringen. Also er kommuniziert seine Liebe. Er ist bereit zu sagen, ich hab dich gerne. Ich glaube, oft denken wir, ja, ich brauche doch nicht zu sagen, dass ich diese Person gerne habe. Ja? Das wissen Sie doch schon. Ja? Aber wissen Sie es wirklich? Wie kann unser Freund wissen, dass ich ihn gerne habe, wenn ich es ihm vielleicht noch niemals oder vielleicht nur sehr selten gesagt habe? Oft sind wir einfach zu stolz, um Liebe auszudrücken. Wir haben Angst, unsere Emotionen zu zeigen, ja? Oder wir haben Angst, in eine schwache Position reinzugeraten. Ja? Wir haben Angst, vielleicht abhängig zu sein. Wir wollen lieber stur sein. Aber der Bodhisattva ist furchtlos. Er hat keine Angst, seine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Er benutzt liebevolle Sprache mit seinen Freunden. Er kommuniziert wie ein Freund und dadurch macht er immer mehr Freunde. Eine besondere effektive Weise, um freundliche Sprache zu üben, ist durch die Praxis vom Lob des Guten. In dieser Praxis bringt man in einer formellen Art zum Ausdruck, was man in eine andere Person schätzt. Ja? So man lobt das Gute in eine andere Person. Und diese Praxis hat einen erstaunlich positiven Effekt auf unsere Beziehung mit anderen. Es transformiert einerseits unser eigenes Denken und Fühlen über diese andere Person, ja? Macht es viel positiver. Und es hat auch ein sehr starkes Effekt auf die andere Person, die wir loben. Ja? Diese Person wird sehr angenehm, sehr unterstützend erfahren, wenn ich imstande bin, seine Qualitäten öffentlich zu schätzen. Ja? Wenn er sich in seine Qualitäten gesehen fühlt. Und vor allem, wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten in Beziehungen beseitigen will, dann ist diese Praxis vom Lob des Guten sehr, sehr effektiv. Ja? Es bringt wirklich Menschen zusammen. Es baut Freundschaften. Es baut Sangha. Das englische Wort, die englische Übersetzung für diese Praxis, bringt noch ein zusätzliches Element rein. In Englisch bedeutet Lob des Guten Rejoicing in Merits. Das bedeutet, sich freuen über die Verdienste der anderen Person. Ja. Sich freuen, Freude. Also das finde ich eigentlich ein sehr, sehr angenehmes, schönes Wort, Rejoicing. Es bringt Freude, positive Sachen über jemand anderes zu sagen. Also diese Praxis hat ein starkes Element von Freude in sich. Gestern Nachmittag hatten wir hier im Zentrum ein Treffen von Ordensmitgliedern. Und da haben wir das ganz bewusst praktiziert miteinander. Ja, das Lob des Guten. Und ich habe es eigentlich sehr genossen. Es gab eine sehr positive, freudige Atmosphäre, offene Atmosphäre. Und ja, es war nur eigentlich bedauerlich, dass nicht alle da waren. Das war sehr schön, das zu machen miteinander. Dann kommt der dritte Sangha, hast du, Artacharya, das Gute tun. Oder Ermutigung. Wie die Verbindung zustande kommt, werde ich gerade erklären. Der Bodhisattva macht das gut und das bedeutet, dass der Bodhisattva seine Freunde ermutigt und herausfordert, den Dharma zu praktizieren. Wenn man wirklich ein Freund für seine Freunde sein will, dann bringt man seine Freunde dazu, das zu tun, was zu ihrem Wohlsein führt und nicht zu ihrem Leiden. Und das Einzige, was wirklich diesem Ziel entspricht, ist der Dharma. Also der Bodhisattva verführt seine Freunde zum spirituellen Praxis, zum Dharma-Praxis. Und wie macht er das? Der Bodhisattva unterrichtet den Dharma. Er teilt seine Begeisterung über den Dharma.
Er tat seine Erfahrung mit dem Dharma. Er macht den Dharma zugänglich. Er erklärt, was schwierig zu verstehen ist. Er macht attraktiv, was Widerstände aufruft. Er gibt Wege und Methoden, um den Dharma zu praktizieren. Er schafft für seine Freunde die richtigen Bedingungen, unter welche sie praktizieren können. Er ist ein Ratgeber, ist Begleiter, er ist Unterstützer für seine Freunde in den Dharma. In kurzem, der Bodhisattva ist ein spiritueller Freund. Wenn ich diese Sangharakshita zu erwähnen, dann denke ich immer an meinen Lehrer, an Sangharakshita. Er hat wirklich sein ganzes Leben dazu zur Verfügung gestellt, den Dharma für mich zugänglich zu machen. Er hat den Dharma für mich erklärt, attraktiv gemacht, hat es praktikabel gemacht, er hat mich persönlich ermutigt und auch herausgefordert. Er ist eigentlich für mich immer ein sehr großer spiritueller Freund gewesen. Und dafür möchte ich ihm mit meinem ganzen Wesen danken. In tibetischen Texten findet man oft die Aussage: Mein Lehrer hat so viel für mich getan. Wie groß meine Dankbarkeit auch ist, ich werde niemals imstande sein, ihm zurückzugeben, was mein Lehrer mir gegeben hat. Ich habe ähnliche Gefühle Sangharakshita gegenüber. Ich glaube aber, dass wenn ich ihn fragen würde, was ich tun könnte, um meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, dann würde er wahrscheinlich sagen, sei ein Freund. Sei ein Freund zu anderen Menschen, so wie ich dein Freund bin. Und ermutige sie, den Dharma zu praktizieren. Das wird reichen. Das ist Atacharya. Ermutigung. Dann vierte Sangharakshita, Samanattata. Und das bedeutet so etwas wie Beispiel sein. Der Bodhisattva macht Freunde, indem er selbst den Dharma praktiziert und ein Beispiel ist für seine Freunde. Der Bodhisattva tut, was er sagt. Er praktiziert, was er lehrt. Sangharakshita sagt, der Bodhisattva ermutigt anderen, die Qualitäten zu entwickeln, die er selbst im höchsten Maß verkörpert. Also der Bodhisattva ist ein Beispiel. Für uns ruft das vielleicht die Frage auf, ja, wie können wir selbst ein Beispiel sein für andere, die den Dharma praktizieren wollen? Wie gut unsere Intention auch ist, wir sind noch nicht erleuchtet. Wir haben noch einen ganz langen Weg zu gehen. Und oft schaffen wir es einfach nicht, unsere Ideale voll in unseren Verhalten zum Ausdruck zu bringen. Was hier aber wichtig ist, ist nicht, wie weit wir schon sind in unserer Entwicklung und welche spirituelle Qualitäten wir schon verkörpern, sondern unsere Vision und unsere Inspiration und die Ernsthaftigkeit, womit wir praktizieren. Wenn wir mit unserem ganzen Wesen zeigen können, dass diese Praxis von Dharma uns ernst ist, dann sind wir ein ideales Beispiel für andere, die auch Dharma praktizieren wollen. Ja, unabhängig davon, wie weit wir sind und wie weit diese anderen sind. Es gibt natürlich für dieses Beispielsein gibt es auch eine Gefahr, ja, worauf wir achten sollen. Und diese Gefahr ist, dass man sehr leicht eine Einstellung entwickeln könnte von Superiorität. Man könnte denken, ja, ich bin ein Beispiel für andere, also ich bin besser. Mit so einer Einstellung ist man nicht ein Beispiel von Praxis des Dharma, aber ein Beispiel von spiritueller Hochmut und Arroganz. Der Bodhisattva ist immer einfach, ist immer bescheiden. Er vergleicht sich nicht mit anderen, er versucht einfach ein Freund zu sein. Also das sind die vier Sangharakshitas, die vier Methoden, um Sangha zu entwickeln und um Freunde zu machen.
Freundschaft zu entwickeln. Obwohl ich ständig über den Bodhisattva geredet habe, der diese Methoden spontan aus seiner spirituellen Tiefe heraus praktiziert, wird es klar sein, dass die Sangha Fastus auch eine sehr grundlegende Praxis darstellen für alle, die ernsthaft Dharma praktizieren wollen. Und dass jeder von uns imstande ist, diese Methoden zu üben. Mehr noch, wenn wir Freundschaften untereinander aufbauen wollen, wenn wir eine wirkliche Sangha bilden wollen, wenn wir wirklich vorhaben, eine spirituelle Gemeinschaft zu sein und durch diese spirituelle Gemeinschaft die Welt zu transformieren, dann werden wir keine andere Wahl haben, als diese Wege zur Freundschaft zu üben. Aber solange wir inspiriert sind, wird das uns nicht sehr schwer fallen. Was könnte mehr Freude geben, als neue Freunde in den Dharma zu machen? Ja, unsere Freunde gegenüber großzügig zu sein, sie mit freundlicher und liebevoller Sprache zu begegnen, sie zu ermutigen, zusammen mit uns den Dharma zu praktizieren und durch unsere eigene Dharma-Praxis ein Beispiel für sie zu sein.